Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de und ich bin heute wieder hier mit Mauricio und einem Kaffee-Vollautomaten einer Marke, die wir noch gar nicht hier hatten. Es ist also eine Premiere. Das ist sozusagen eine Premiere, nämlich Gaccia. Und danach wurden wir schon viel gefragt. In den USA kennen die Marke, glaube ich, schon ein paar mehr Leute, in Deutschland noch nicht so viele. Ich wurde aber schon super oft seit Jahren danach gefragt, aber die machen jetzt gerade erst so den Markteinstieg in Deutschland. Und wir haben jetzt schon 4 Geräte hier stehen und das ist jetzt das erste, was wir vorstellen. Und das ist die Gaccia Magenta Milk, heißt sie. Magenta Milk, okay. Aber es wäre natürlich, ist natürlich nicht immer so einfach, sie hat natürlich auch noch so eine komplexe Produktbezeichnungsnummer, die kann ich euch auch nochmal sagen, die kann ich aber nicht aus dem Kopf, da muss ich mal gucken. R187 und dann nochmal -01. Okay. Es gibt nämlich auch 3 verschiedene Versionen und das gucken wir uns heute mal an. Also wir haben nur die eine Version hier. Ich erzähle euch aber, was die Unterschiede in anderen Versionen sind. Wir probieren natürlich ein paar Getränke aus. Ein Espresso machen wir, ein Kaffee-Crema machen wir, ein Cappuccino machen wir und dann machen wir mal statt ein Latte Macchiato, weil der hier nicht im Menü ist, machen wir einen Milchkaffee. Und das ist nämlich ganz interessant und das kriegt ihr alles mit im Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Viel Spaß. Eben gerade habe ich noch vergessen, dass wir natürlich uns auch noch mal die Reinigung angucken. Also wir bauen den noch mal auseinander und ich habe den jetzt schon heute Morgen wirklich ganz viel benutzt mit verschiedensten Einstellungen und dann gucken wir uns mal an, was dreckig geworden ist, was nicht, wie man den sauber macht, ob das schwieriger ist oder einfacher als bei anderen Kaffeevollautomaten. Und wir reden jetzt einmal ganz kurz über die verschiedenen Versionen dieses Vollautomaten, weil der, seht ihr ja schon, hat hier so eine Milchrutsche vorne dran, die dann einfach die Milch mit dem Schlauch direkt hier aus diesem Glasbehälter, Glasbehälter ist schon mal sehr gut, ja, schon mal gut. Da hat jemand zugehört. Ja, also es gibt ja ganz wenig Glasbehälter, wir freuen uns immer. Es gibt aber auch noch eine Version mit einer Schaumlanze und dann gibt es noch eine Version mit so einem Milchbehälter zum Randklacken vorne, wie man das sieht sehr ähnlich aus, wie man das früher von den Saeco-Geräten kannte, wo man dann diese Brücke so rausschiebt. Das fällt aber alles unter die Magenta Milk-Serie? Nee, oder sind das dann das unterschiedliche ist dann nicht, Namen das, wieder? Genau, das ist eine gute Frage. Das ist dann nämlich nicht Milk, weil das ist jetzt ja Gaccia Magenta Milk. Okay. Und die Version mit der Lanze ist dann Gaccia Magenta Plus. Plus, okay. Und die Version mit dem Behälter ist dann Gaccia Magenta Premium? Prestige. Oh, Prestige, ja, fast. Okay. Aber warst nah dran. Ich war sehr nah dran. Ich kann schon so denken, wie die Marketingagenturen die Kaffee-Vollautomaten benennen. Nee, das sind dann die 3 Versionen. Ich glaube, preismäßig wird die hier so in der Mitte liegen und verbindliche Preisempfehlung ist 599 Euro. Der reale Preis habe ich jetzt aber gerade schon gesehen. Der ist jetzt nicht überall available, aber da, wo es den gab, da hat er 499 Euro gekostet. Gab jetzt, glaube ich, irgendwo so einen 4% Black Friday Rabatt, aber das ist auch schon vorbei, wenn das Video kommt. Von daher so um die 500 Euro müsst ihr rechnen. Und wir gucken uns jetzt schon mal ein Feature an, das wir bisher noch bei keinem Vollautomaten hatten. Und das ist nämlich was, wo man einfach mit der Hand was umstellen kann. Das zeige ich euch jetzt vorne am Gerät. Und wir machen da mal ein Espresso und gucken, wie der schmeckt. Den Mahlgrad habe ich schon auf den feinsten Mahlgrad gestellt, weil super. So stelle ich die Getränke immer gerne ein und das hat auch super geklappt. Und wir machen jetzt mal ein Espresso. Ich bin ja sowieso immer wieder super, super gespannt, wenn wir hier im Büro mal wieder eine ganz neue Kaffee-Vollautomaten-Marke haben, weil es ist dann immer wie so ein kleines Überraschungsei. Also was hat sich verändert? Wo hat vielleicht der Hersteller nochmal ein bisschen anders drüber nachgedacht als die etablierten Hersteller? Und also ich bin super gespannt, was jetzt hierbei rauskommt, wie der Milchschaum ist, wie der Espresso ist. Apropos Überraschungsei, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehört Gaccia zu Philips und okay. Zu Philips gehört halt auch Saeco, zumindest die Automaten, die für den Privatgebrauch gedacht sind. Und die haben, glaube ich, so die Sparte von großen Kaffeevollautomaten, die man in Restaurants oder halt diese Großgeräte, die halt nicht für den Haushalt gedacht sind, das haben sie, glaube ich, verkauft, aber das behalten. Das heißt, sie haben irgendwie schon was mit Philips zu tun und wenn man von hinten hier so rauf guckt, sieht man das, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Also es ist dann doch, also ein Überraschungsei passt eigentlich schon ganz gut. Aber wir machen jetzt mal den Espresso und gucken mal, wie der wird. Und dann gucken wir schon eine kleine, aber raffinierte Sache an diesem Vollautomaten an. Ich drehe hier erstmal den Milchrutsche, Schniebel, zurück. Ja, Rutsche passt eigentlich ganz gut. Ja, und dann haben wir hier nämlich auf der Abtropfschale, also auf dem Abstell...
auf der Abstellfläche für die Getränke haben wir nochmal so eine kleine Mini-Abstellfläche. Und wofür ist die nur gedacht? Das kann ich irgendwie so hochschieben und habe ich dann rumgefummelt. Das muss jetzt irgendwie eine logische Erklärung geben, weil ich gucke ja mal die Anleitung, wollte es irgendwie rausfinden. Und ich habe ehrlich gesagt ziemlich lange dafür gebraucht, obwohl es ziemlich einfach ist. Das lag jetzt aber wirklich an mir. Die kann man einfach hier so reinklacken und dann habt ihr eine höhere Fläche und das Espresso-Glas. Kann man dann nämlich schön dahin stellen und dann den Rüssel runter machen. Und dann kann man nämlich schon den Espresso zubereiten. Dann mal los, ne? Gucken wir uns jetzt nochmal. Ich darf ja nicht in das Geräusch reinquatschen. Nee, das auf keinen Fall. Hier drücke ich mal auf den Espresso. Und da seht ihr jetzt, hier kann man das direkt am Menü, das ist ja so quadratisch praktisch gut. Jetzt nicht groß, aber schön in Farbe und so, kann man es einstellen. Hier kann man dann die Kaffeepulvermenge einstellen in 5 Einstellungsmodi. Man kann auch noch sagen, dass man vorgemahlenes Kaffeepulver möchte. Man kann eine Doppelbezugsfunktion machen. Man kann die Temperatur einstellen. Das machen wir hoch. Zur Temperatur erzählen wir nachher noch ein bisschen mehr. 40 Milliliter finde ich gut. Und dann machen wir mal den Bezug und dann drücke ich Play. Dann geht's los und dann könnt ihr euch das Malwerk anhören. Ich bin gespannt. Ja, ist auf jeden Fall kein leises Mahlwerk. Nee. Ich habe es auch schon gemessen. Es hat 81,7 dBA. Also es ist relativ laut, ja. Muss man sagen, ja. Ja, es macht auf jeden Fall auch einen etwas anderen Ton als andere Automaten in diesem Segment. Es fällt auf jeden Fall schon auf, ja. Aber wenn man dann die Schokolade riecht vom Kaffee, dann entschädigt das auch für einiges. Das ist jetzt der Espresso. Wir haben hier unsere Kaffeebohnen benutzt. Die Coffinis-Bohnen, die findet ihr auch in unserem Shop. Die verlinke ich euch unter diesem Video auch nochmal. Und man hat jetzt hier auf jeden Fall eine sehr schöne, geschlossene und auch ein bisschen gesprenkelte Creme. Ja, sieht super aus. Also echt klasse. Ich hatte ja den Mahlgrad auf den feinsten Mahlgrad gestellt und wir hatten die Kaffeepulvermenge auf den höchsten Mahlgrad, also auf die höchste Menge gestellt, also maximal viel Kaffeepulver. Das heißt, das müsste jetzt schon so das Kräftigste sein, was man aus dem Ding rauskriegt. Ordentlich Wumms auf jeden Fall. Mal gucken. Das finde ich immer gut, weil ich finde, kräftig darf so ein Espresso gerne sein. Ist auf jeden Fall heiß. Ja, und du hattest ja kurz das Display schon angesprochen. Von der Bedienung her lief das echt ziemlich intuitiv. Ne? Also die Bedienfläche ließ sich gut auf jeden Fall bearbeiten, die Einstellung schnell finden. Erst war ich ja doch ein bisschen überrascht, dass man keine Latte Macchiato findet. Ja, das hätte man auch einfach dazu programmieren können. Wenn man jetzt einen Latte Macchiato haben möchte, ist es kein Problem. Dann kann man sich einfach den Milchschaumbezug auf maximal einstellen, macht man einmal Milchschaumbezug und dann macht man noch ein oder zwei Espresso drauf. Ja. Das ist sowieso gut, da eine kleine Pause zu haben, weil sich das dann besser absetzt. Das ist dann kein Problem. Man könnte sogar sagen, man hat dadurch noch ein bisschen mehr Kontrolle über sein Latte Macchiato, wenn man es so positiv formulieren möchte. Das ist schon sehr positiv ausgelegt, aber kann man auf jeden Fall machen. Ja, ich habe jetzt fast schon ausgetrunken. Ja, ich würde ganz gerne auch nochmal probieren. Also ist auf jeden Fall ziemlich gut geworden. Okay. Die Schokolade kommt gut durch, ist richtig kräftig. Man könnte wahrscheinlich bei den Kaffeebohnen auch noch mal ein Stück zurückstellen, weil bei der Kaffeepulvermenge, weil der ist jetzt schon richtig kräftig. Der ist schon richtig kräftig. So trinke ich den halt. Aber ich würde ihn eine Stufe zurück machen, glaube ich. Aber trotzdem kommt die Schokolade noch gut durch und es ist wirklich überhaupt nicht bitter. Und das ist schon mal für mich sehr gut auf jeden Fall. Gut, habe ich hier noch was auf meiner Liste, was ich jetzt vorab noch sagen wollte, sonst gehe ich nämlich zum nächsten Getränk. Ach genau, so ein paar Fakten, die ich kurz sagen kann. Wassertank hat 1,5 Liter, die da reinpassen. Auch relativ Standard, ne? So 1,5, 1,7 ist immer so. Bodenbehälter 250 Gramm. Auch Standard. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass das Mahlwerk ein Keramikmahlwerk ist. Und die Getränke, die gehen wir gleich am Display vorne einmal durch, die ihr machen könnt. Die muss ich euch jetzt nicht vorlesen. Und wir machen mal mit dem Kaffeecrema weiter. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Ich glaube, dann passt sogar das Glas auch noch unter den höheren Auslauf. Das kann ich so lassen. Gucken wir mal. Ist irgendwie ungewohnt, wirklich mal eine neue Marke hier zu haben. Weil seit 7 Jahren düdeln wir immer die bekannten Verdächtigen runter, hätte ich fast gesagt. Und das ist jetzt mal was Neues. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Kaffeecrema machen wir. Da kann ich hier wieder reindrücken. Da seht ihr, ich habe 120 Milliliter eingestellt. Den will ich aber auch jetzt wieder auf die Kaffeepulvermenge maximal machen. Temperatur
Mittel, das kann ich mir hoch, will ich auf jeden Fall nicht. Mache ich mal niedrig die Temperatur. Erfahrungsgemäß wird schwarzer Kaffee immer sehr heiß. Und da der Espresso jetzt schon heiß war, mache ich das mal lieber auf niedrig. Dann sind wir schon durch und dann drücke ich wieder Play und dann geht's weiter. Jo, Espresso ist ganz gut weggegangen. Ja, so vom Design her, so ein bisschen wackelt die draufgestellte Ablagefläche, sehe ich gerade. Ja. Jetzt hat sie sich aber eingetrudelt. Wahrscheinlich ist auch eher gedacht, dass man dann Espresso-Glas draufstellen muss und nicht so ein größeres Glas, wo ein bisschen mehr reinpasst. Vom Design her finde ich den ganz nett, weil ich finde, durch dieses rote Element vorne, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber hier läuft ja einmal so ein roter Streifen durch. Mhm. Ich finde, das durchbricht so ein bisschen, dass es sonst halt irgendwie zu schwarz und plastikmäßig aussieht. Ja, das stimmt. Das gefällt mir ganz gut. Das haben auch alle Gaccia-Geräte, glaube ich, die wir uns angucken werden. So ein kleiner Farbakzent. Das finde ich ganz gut. Ansonsten von der Haptik ist es für ein Gerät der Preisklasse genauso, wie man es erwartet. Standard, ja. Wackelt jetzt nichts großartig. Ist aber natürlich viel Kunststoff und da muss man in der Preisklasse ein bisschen höher gehen. Wir haben auch noch ein Gaccia-Gerät nachher im Test. Das kostet, glaube ich, 1.800 €. Und da seht ihr dann, dass die Verarbeitung halt ganz anders ist. Das ist halt immer den Preisklassen natürlich geschuldet. So, jetzt haben wir den Kaffee Crema. Wir haben nochmal den Espresso gekillt. Geht's weiter? Der dampft auf jeden Fall auch schon gut. Crema sieht da wirklich auch gut aus, ich kann würde sagen. Mal messen, wie heiß das Ding geworden ist. Kann man mal das Thermometer reinhalten. Du hast es jetzt ja auf niedrig gestellt. Mal gucken, was hier als niedrig definiert ist. Aber wir kommen wahrscheinlich auf jeden Fall auf 70 Grad, ne? Mindestens. Ja, es geht gerade schon. 70, ja, ungefähr 70 Grad. Und das ist dann so, dass man das pusten man, muss. Wenn man heißen Kaffee mag, kann man das gleich trinken. Also wäre es also genau was für mich. Du fängst eigentlich am besten mal an. Ich fange mal an, aber ich bin trotzdem vorsichtig mit unseren doppelwandigen Gläsern. Hier spürt man immer die Hitze nicht ganz wenn's so. Wenn es dampft, ist es immer ein Zeichen dafür, dass es heiß ist. Also immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber kann man gut trinken. Ja, und schmeckt mir jetzt eigentlich. Hast du die volle Bohnenstärke immer noch gehabt? Ja, ne? Oder wie ja, ist es? Habe ich wieder. Also schmeckt mir jetzt richtig gut dieser, für den Kaffee für die Menge mit der vollen Bohnenstärke würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde jetzt nicht schwächer gehen. Also der Espresso war schon echt ein guter Bums, aber das gefällt mir jetzt so eigentlich in der Einstellung ziemlich gut. Das Tablettchen hat übrigens auch einen Namen. Oh, kommst du drauf? Prestigefläche. Nee, das heißt Espresso-Tablett. Ah, Espresso-Tablett. Okay. Das fand ich jetzt irgendwie ganz eingängig. Nee, also er schmeckt mir echt gut. So. Okay, also für den Espresso können wir vielleicht empfehlen, dass man dann von den 5 3 Bohnen macht und für den schwarzen Kaffee. Ist das dann besser? Ja, weil oftmals hat man es ja schon, dass der Kaffeecreme so ein bisschen wässrig wird schon fast, wenn man nicht aufpasst. Und hier aber stimmt es wirklich auf den Punkt. Ja, das liegt natürlich auch an der Bezugsmenge, 120 Milliliter, sage ich immer wieder. Mhm. Auf jeden Fall eine gute Menge dafür. Und ich finde das jetzt auch wirklich einen interessanten Geschmack. So eine kleine Süße, so auf der Zungenspitze. Ja, und auch noch Körper. Also es ist echt ein guter Kaffee, muss man ganz klar sagen. Womit machen wir weiter? Wir machen mal mit dem Cappuccino weiter, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Dann kann ich endlich mal einen Milchschaum probieren. Nutzen wir die Chance. Ich muss gleich mal das zweite Glas holen, weil das da hinten steht. Wir nutzen dann gleich nochmal die Chance, einmal durchs Menü zu gehen und alle Getränke anzugucken, die es gibt. Und dann machen wir einen Cappuccino. Wir gucken uns jetzt hier nochmal das Menü an und gehen alle Getränke einmal durch, die es gibt. Beziehungsweise, ja, heiße Milch und heißes Wasser zählt wahrscheinlich als Getränk. Ist aber ein bisschen langweilig. Alles, was kocht, man Knopf drückt. Also, es gibt ein Espresso, Kaffee, Crema und Cappuccino. Gibt es ein Espresso Lungo, wo also einfach mehr heißes Wasser durchläuft. Dann gibt es ein Kaffee Americano, also Espresso, und dann kommt heißes Wasser oben rauf. Und dann gibt es heißes Wasser. Da kann man dann Tee mitmachen. Das ist dann, falls man irgendwie in der Familie ein Mitglied ist, das gar keinen Kaffee trinkt, dann kann man die Anschaffung eines Vollautomaten damit verkaufen, dass man damit auch Tee machen kann. Das habe ich auch. Gutes Argument, auf jeden Fall. Ich kriege ja immer noch auch viele Anfragen von Menschen, hauptsächlich Männern, die mich nach Argumenten fragen, wie sie ihre Frau davon überzeugen können, teures Gerät zu kaufen, teuren Kaffee-Vollautomaten zu kaufen. Das geht entweder gut über einen guten Latte Macchiato oder über die T-Funktion. Genau. Und weiter, Ristretto.
gibt es auch noch, also einen kürzer bezogenen Espresso, wo einfach die Bezugsmenge ein bisschen kleiner ist, der dann ein bisschen kräftiger werden soll. Einen Milchkaffee, den werden wir auch noch ausprobieren. Mhm. Und ihr könnt Milchschaum machen. Und dann sind wir auch schon durch, dann gehen wir jetzt zum Cappuccino. Beim Cappuccino ist es so, dass das Glas jetzt genauso groß ist wie eben bei dem anderen, bei dem Kaffee, den wir gemacht haben. Aber jetzt benutzen wir auch die Milchrutsche hier. Mhm. Und dann passt das nämlich nicht mehr darunter. Deswegen müssen wir jetzt die Ablage hier wieder abnehmen. Und nach unten legen. Okay. Und dann können wir hier den Kaffeeauslauf einfach ein bisschen nach unten ziehen. Und die Milchrutsche justieren. Dann gucken wir uns jetzt den Cappuccino an. Ihr seht, hier könnt ihr die Kaffeemenge einstellen. Ach, die Milchrutsche klingt irgendwie so nach Spaß. Ja. Ich mag das Wort. So, hier wollen wir 40 Milliliter haben für den Espresso. Bei Milch habe ich, glaube ich, die maximale Menge eingestellt. Genau, 120 Milliliter. Wir freuen uns ja immer über Milliliterangaben, wie ihr wisst. Mhm. Die Stärke, die Kaffeepulvermenge lasse ich auch mal hochgestellt, weil wir wollen ja ein kräftiges Getränk haben und kräftigen Espresso haben, der sich gut gegen die Milch durchsetzt. Und bei der Temperatur lasse ich es jetzt mal für dich hoch, weil wir haben, glaube ich, hier einen neuen Rekord und das wollte ich euch dann mal zeigen. Einen neuen Temperaturrekord, willst du sagen? Ja. Okay. Und dann drücke ich mal auf Play. Bin gespannt. Mal gucken, was ja alles auch ins Glas wirklich reinzeigt. So, Achtung. Milchschaumbezug. Gleich geht's los. Ja, da wird schon ordentlich heiß genug. Aufgehitzt. Genau. Einige Leute schreiben ja immer, Achtung Rauch, aber es ist nur heißer Wasserdampf. Nur Dampf, ja. Dampf und Rauch ist ein wichtiger Unterschied. Wenn es wirklich raucht, dann haben wir ein Problem. Ja, ihr seht schon, der Milchschaumbezug sieht gut aus, ist aber relativ laut. Ist relativ laut, ja. Erinnert mich an so ein paar alte Philips-Geräte, die wir mal getestet haben. Da war das auch so ähnlich. Aber wenn der Milchschaum dafür so richtig schön heiß ist, bin ich vielleicht auch bereit, die Lautstärke in Kauf zu nehmen. Dampft auf jeden Fall ordentlich. Mhm. Bei so neuen Geräten habe ich immer Angst, dass ich die Menge vielleicht nicht so gut eingestellt habe. Aber scheint hinzukommen. Ja, wenn da jetzt noch ein kleiner Schott reinkommt. Viel Dampf kommt aus dem Gerät, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist kein Rauch. Ich habe schon wirklich hunderte Male in Kommentaren gelesen, Hilfe, mein Gerät raucht. Ich glaube, da so ein Kurzschluss schmort. Aber naja, und es kann auch noch sein, bei einigen Geräten, dass wenn das Ganze neu ist, dass vielleicht noch ein bisschen Plastikgeruch oder sowas rauskommt. Ja. Und dann kriegt man wahrscheinlich sofort Panik, dass irgendwas durchgeschmort ist. Hatte ich jetzt tatsächlich bei denen gar nicht. Okay. Hat man so ein bisschen mehr bei billigen, günstigen DeLonghi-Geräten. Die riechen so ein bisschen mehr nach Kunststoff am Anfang. Das geht dann aber wirklich schnell weg. Aber die ersten Getränke aus Vollautomaten, die empfehle ich sowieso nie zu trinken. Ich würde die ersten 3-4 Getränke irgendwie mal wegballern. Also sieht extrem gut aus. Ich würde sagen, schön fluffiger Milchschaum, so optisch. Ich habe jetzt kleines Häubchen, ne? So ein kleines Häubchen, wie man es eigentlich vom Cappuccino auch erwartet. Ja, machen jetzt aber ein bisschen kaputt, weil ich einmal die Temperatur messen. Kannst du gerne mal machen. Und ich glaube nämlich, der heißeste Cappuccino, den ich jemals aus Vollautomaten hatte. Ich bin gespannt. Und das ist ja was vielen Leuten wichtig ist, ein richtig heißes Getränk zu bekommen. Ja, vor allem mir ist es auch wichtig, weil ich habe das ganz oft, ich meine, wir haben jetzt 50 Geräte oder so oder mehr hier durchgetestet und ich habe es wirklich oft, dass ich mein Latte Macchiato oder mein Getränk dann doch nochmal irgendwie 10 Sekunden in die Mikrowelle packen muss und dann ärgere ich mich wirklich zu Tode, wenn das Gerät teuer ist und dann die Getränke nicht heiß genug sind. Also es hat jetzt Kaffee plus Milch, hat jetzt 70 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, das ist heiß. Heiß. Soll ich mich dann trauen, du mal, es zu trinken? Ja, also ich werde auf jeden Fall bei 70 Grad schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist auf jeden Fall mal ein heißes Getränk. Ich muss dazu nochmal sagen, ich habe jetzt auch heiß eingestellt, die heißeste Einstellungsmöglichkeit. Ich hätte auch es ein bisschen kälter einstellen können. Dann ist der Milchschaumbezug ein Tick leiser, ist immer noch laut, aber ein Tick leiser und es wird weniger heiß. Und
dann hat man natürlich jetzt nicht die 70 Grad, aber es kommt auch fast dran. Also so groß war der Temperaturunterschied. Das Ding ist halt, warum will ich meine Getränke überhaupt heiß haben? Das Ding ist halt, ich setze mich damit dann an meinen Rechner und arbeite halt ein bisschen. Und ich will das dann auch mal vielleicht 10 Minuten stehen lassen können und dann trotzdem noch meinen Latte Macchiato genießen können, der dann heiß ist. Und deshalb brauche ich mein Getränk halt einfach ein bisschen heißer. So, das ist einfach der einzige Grund auch. Ich trinke es auch gerne heiß, aber ich möchte auch lange was von dem heißen Getränk haben. So. Und ich glaube, hiermit bin ich ganz gut bedient. So, wir machen jetzt, bevor wir den Milchkaffee machen, doch nochmal einfach einen selbstgebauten Latte Macchiato, ja, finde ich. Weil auf geht's. Wir machen immer einen Latte Macchiato, dann lasse ich mir das jetzt vom Menü hier nicht nehmen, dass das nicht geht. Und dann kann ich euch gleich den, es ist ja schon so ein kleiner Hack, euch zeigen, wie das geht. Haben wir denn das vorher schon mal getestet? Ich habe das selbstverständlich schon getestet. Na, wir Gott sei Dank, dann kann ja gar nichts schiefgehen hier bei uns im Studio. Genau, hier ist jetzt auch schon, hier seht ihr, der Auslauf ist nicht sehr hoch hier. Aber ich kann hier diese kleine Platte jetzt einfach rausnehmen. Und dann hat man gleich einen Zentimeter mehr und den können wir dann benutzen. So, und dann machen wir jetzt einfach nämlich den Milchschaum. Milchschaum, hier stellen wir dann die Menge ein, machen wir maximal. Ihr seht, wie das geht im Display, alles ohne, dass man drüber nachdenken muss. 360 Milliliter, jupp. Und dann drücken wir Play und dann geht's los. Und dann ballern wir da schön Espresso drauf. Haben wir genug Milch? Ich glaube, das reicht. Ja, ja, doch, das reicht. Das müsste reichen. Ja. Und ich finde ja auf jeden Fall super, dass das Milchglas aus Glas ist. Und das scheint sich in letzter Zeit so ein bisschen zum Trend zu entwickeln. Der Trend geht zum Glas. Der Trend geht zum Glas. Wir sagen das, glaube ich, seit 7 Jahren in unseren Videos, dass wir uns Glas wünschen. Lass dich mal kurz alleine, weil wir brauchen gleich noch ein Glas, das müssen wir kurz abziehen. Ja. Ja, Latte Macchiato ist ja eigentlich auch mein Lieblingsgetränk aus dem Vollautomat. Also Latte Macchiato und Flat White, also ich mache es immer so im Wechsel. Und deshalb bin ich jetzt mal gespannt, wie der selbstgemachte Latte Macchiato hier funktioniert. Machst du denn einen Double Shot drauf oder machst du nur einen Single Shot? Das darfst du dir aussuchen. Okay. Ich glaube, Single Shot reicht aus fürs Video. Ich guck mal, wie voll das Glas wird. Wenn es besser aussieht, mache ich einen Doppelten. Okay. Ja, da passt, glaube ich, ein Doppelter rein. Na gut, dann sieht es auch einfach besser aus und schmeckt wahrscheinlich auch noch besser. Dreh ich die Rutsche mal weg. Und dann gehen wir hier mal im Menü zum Espresso. 40 Milliliter, dann können wir hier nämlich so ein Doppelshot, glaube ich, auch anmachen. Genau. Play. Ja, die Glaskaraffe heißt auch Glaskaraffe übrigens. Oh ja, ist okay, keine Prestige-Karaffe. Nee, da war ich also so. Prestige-Karaffe. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder viel Marketing. Zeug so auf der Webseite, das wir jetzt ein bisschen weggelassen haben, aber insgesamt geht das doch einigermaßen mit den Bezeichnungen. Mal gucken, wie das wird. Meistens bei den teureren Geräten drehen die Hersteller da ja nochmal richtig auf. Ja, und ich habe immer das Gefühl, jede Marketingabteilung hat so ihre Steckenpferde, die sie immer ganz, ganz besonders gerne an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Und wir sind mal gespannt, wie es dann hier ist bei den teureren Geräten. Ich glaube, hier ist es auf jeden Fall Italienisch. Italienisch sein. Das habe ich schon in den Verpackungen gesehen. Die sahen auch schon sehr italienisch aus. Ihr habt übrigens 5-mal gerade die hier einstellen können. Oh, jetzt kommt noch mal einer rein. Mhm. Genau, hier wäre die Doppeltaste gedrückt. Das heißt, ich muss trotzdem nur einmal drücken und krieg 2. Das ist schon sehr praktisch. Espressos. Jetzt bin ich wieder ärgert. Ich hab Espressi gesagt. Espressi. Wir haben mal einen Artikel darüber geschrieben, ob man den Plural, wie man den Plural von Espresso benutzen sollte, wie wir das machen, wie wir das handhaben. Und den Artikel verlinke ich euch unter diesem Video auch nochmal. Ist eigentlich ganz lustig. Das ist ein bisschen kontrovers. Sehr viel Meinung in dem Artikel. wir sind uns auf jeden Fall aller Möglichkeiten bewusst. Ja, das sieht auf jeden Fall zünftig aus. Ja. Der Zwei-Finger-Test ist auf jeden Fall gut bestanden, würde ich sagen. Sieht von der Milchschaumqualität ähnlich aus wie jetzt der Cappuccino. Ich finde lustig, dass der immer so einen kleinen... Hat so ein Häubchen, ja. Also es ist relativ fester Milchschaum einfach, ne? Mhm.
Würde wahrscheinlich auch einen Kekstest bestehen. Der würde garantiert einen Kekstest bestehen. Ja, du. Und sieht gut kräftig aus. Und ich habe jetzt schon ziemlich viel Kaffee getrunken. Ich werde jetzt nur so einen kleinen Schluck... Musst du aber durch. Das klein, ist dein Lieblingsgetränk. Einen kleinen Schluck zum Testen nehmen. Vielleicht kannst du noch mal einmal umrühren mit dem Thermometer. Dann habe ich jetzt ein bisschen... Können wir mal gucken, wie warm der ist, ne? Genau. Dankeschön. Kommen garantiert auch wieder auf 70 Grad oder so. Ja, geht gut hoch, die Anzeige. Ja, ein bisschen drunter. Ja, gut. Aber auf jeden Fall heiß. Mhm. Also nicht so einfach wegkippen heiß, sondern schon ein bisschen bewusst trinken. Ja, also eigentlich genauso wie der Cappuccino. Finde ich super. Die Kaffee verbindet sich ganz gut mit der Milch, muss ich sagen. Es ist schon vom Gefühl her, du sagst zwar gerade festerer Milchschaum, aber es ich würde sagen auch luftig. Fast heiß. Ja, sehr heiß, vorsichtig. Ich glaube, ich stelle jetzt mal die Temperatur doch ein bisschen runter beim Kaffee, damit das nicht insgesamt so heiß wird. Also wirklich sagen, Temperatur heiß, Milchschaum gut. Also ich kriege aber immer ganz viele Anfragen von Leuten, die sagen, welcher Vollautomat macht das wirklich richtig heiß, die Getränke. Ja. Das hier ist unser neuer Rekordhalter, was heiße Getränke angeht. Das ist euer Kandidat hier. Also wenn ihr das braucht, dann geht zu diesem Gerät. Dann damit werdet ihr auf jeden Fall glücklich. Ja, aber es wird halt, der Kaffee wird ein bisschen schokoladiger, ne? Mhm. Ja, wir machen jetzt nochmal den Milchkaffee, weil ich habe dann eine Einstellung ausprobiert, die mir sehr gut gefallen hat. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Nämlich der Milchkaffee so ein bisschen flat-whitig. Und das probieren wir jetzt nochmal aus. Flat-white ist ja auch das neue Trendgetränk sowieso. Und wir sind ja hier auch generell in einem Trendkanal. Genau. Kein Trend, so neu ist der Trend noch nicht. Ne? Wir haben jedes Jahr schreiben auch immer alle, dass Cold Brew der neue Trend ist. Und das gibt es irgendwie auch schon seit 10 Jahren. Naja, irgendwas muss man ja erzählen, ne? Ja. Ja, was wollte ich machen? Genau, ich drehe jetzt die Rutsche wieder zu mir, Tränk. Dann stellen wir das nochmal runter. Und dann gehen wir jetzt hier im Menü, einfach zum Milchkaffee. Da. Und da stelle ich dann nämlich so ein, dass ich die Kaffeemenge runterstelle. Auf 50 Milliliter hat mir am besten gefallen. Mhm. Und die Milchmenge stelle ich dann nämlich ganz hoch. 150 war das, wenn ich das richtig erinnere. Jo, die Intensität möchte ich aber wieder auf der vollen Kaffeepulvermenge haben. Und dann mache ich das an. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, ob die Milch noch reicht. Ich fülle die mal schnell nach. Mhm. Ich assistiere, indem ich schon mal den Deckel aufmache. Die Profis sind mal wieder am Werke hier. Ja. Die Handgriffe sitzen, würde ich mal sagen. So. Das sieht auch gut aus. So. Ich gehe nochmal meine Notizen durch. Ja, ich habe jetzt alles, was ich mir notiert habe, habe ich schon erzählt. Das heißt, wir können uns jetzt auf das letzte Getränk freuen. Und danach gucken wir uns mal an, wie schmutzig das Gerät geworden ist und wie man den so auseinanderbaut. Dann drehen wir den einmal so schrägonal hin und dann gucken wir uns den an. Es dauert immer ein bisschen, weil das Gerät aufheizt, weil er braucht eine höhere Temperatur zur Milchschaumproduktion als, als für den Espresso. Und das mit der hohen Temperatur klappt ja ganz gut, wie wir jetzt schon gesehen haben. Genau. So, und hier seht ihr jetzt nämlich ganz schön, dass sich der Espresso eigentlich ganz gut verbindet jetzt mit der Milch direkt beim Rauslaufen. Ja, so wie so ein Fett weit aussehen sollte auf jeden Fall. Bist du fast ein bisschen erschreckt, als das sich einmal kurz bewegt hat. Mhm. Tada! Wow, sieht echt gut aus. Ja, ne? Finde ich auch. Das wollte ich auch noch mal gerne zeigen. Könnte, weil das vielleicht sogar schon... Das ist nämlich so, wie du das, glaube ich, selber dir mal machen würdest und einstellen würdest mit anderen Geräten. Das weiß ich. Mhm. Deswegen darfst du das auch probieren. Ja, also das ist... Das ist jetzt das, was im Menü unter Milchkaffee zu finden war. Das ist echt toll, weil man hat irgendwie... Also es ist quasi fast wie so eine fette Creme. Also es ist zwar Milchschaum, aber es ist so auch wie so eine fette Creme. Nur, dass normalerweise Creme ja gar nicht so lecker ist, wenn ihr Creme mal so pur probiert. Genau. Und aber das hier ist es jetzt natürlich süß, verbindet weil sich das gut mit der Milch und mit dem Kaffee. Mhm. Und wow, also das könnte mein neues Lieblingsgetränk aus diesem Vollautomaten sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und natürlich super heiß. Also keine Frage. Nee, also da hast du wirklich mal gut experimentiert, muss ich sagen. Jo. Und man hat auch gesehen an dem Display, wie schnell du jetzt die ganzen Einstellungen gefunden hast, dass es wirklich leicht zu sein scheint, weil ich kenne ihn ja auch ein bisschen und
Manchmal, wenn er hier anfängt zu testen, flucht er doch schon bei einigen Displays ganz schön rum. Und das ging ihm jetzt sehr leicht von der Hand hier, also muss ich ja schon sagen. So schlimm ist es gar nicht. Wir gucken uns jetzt nochmal an, was alles schmutzig geworden ist im Gerät. Dafür drehen wir den einmal um, nehmen mal alle Einzelteile raus und zeigen die euch. Dann haben wir noch ein kleines Fazit und ja, wünsche ich erstmal Spaß. Spaß beim Rest vom Video. Ist mal interessant zu sehen, was alles so voll geschmuddelt ist. Ja. Und bis gleich. Ich habe jetzt den Kaffeevollautomat ausgeschaltet und hier oben ist noch so ein kleines Fach für vorgemahlenes Kaffeepulver. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, weil wir das nicht benutzen und das empfehlen wir auch nicht. Das ist immer nicht so gut zu reinigen. Das ist aber bei allen Kaffeevollautomaten so, dass wir das nicht empfehlen. Aber theoretisch habt ihr die Möglichkeit, auch vorgemahlenes Kaffeepulver zu benutzen. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Und hier habt ihr dann eine Serviceklappe, die ihr aufmachen könnt. Und hinter der Serviceklappe seht ihr ein bisschen Wasserdampf noch, weil es ist ja sehr heiß geworden. Und hier ist ein bisschen Wasserdampf dran, das macht aber auch nichts. Und dann habt ihr hier die Brühgruppe und da seht ihr schon hier in die Richtung pushen. Das heißt, hier könnt ihr so reingreifen. Das hat auch richtig für die Finger so vorgefertigte Fugen, wo man so reingreifen kann. Und dann kann man das hier rausziehen. Und ich habe jetzt mit dem Gerät ungefähr so 30, 40 Bezüge gemacht und hatte die Brühgruppe noch nie raus. Und so sieht die dann aus. Ihr seht, da ist ein bisschen Kaffeepulver drin. Das ist aber auch alles nicht so dramatisch. Das könnt ihr einfach abspülen unter heißem Wasser. Nicht mit Reinigungsmitteln, sondern einfach nur mit klarem Wasser abspülen. Ein bisschen da, wo Kaffeepulver, hier wird das verdichtet. Wo Kaffeepulver hängt, da ein bisschen rumrubbeln und dann kriegt ihr das eigentlich ganz gut raus. Und hier drin seht ihr jetzt schon den Tresterbehälter. Hier könnt ihr noch dieses Teil rausnehmen. Das ist sozusagen nochmal so eine extra Auffangschale. Die könnt ihr aber auch einfach dann abspülen, das ist kein Problem. Und gegebenenfalls nochmal mit einem nassen, sauberen Lappen durchs Gerät wischen. Ihr seht, hier sind so ein paar Kaffeekrümel auch daneben gefallen, die kriegt ihr dann raus. Wenn man irgendwo nicht hinkommt, dann hilft einem immer der Staubsauger. Und ich zeige euch jetzt, wie man die wieder reinsetzt und dann gucken wir uns nochmal den Tresterbehälter an. Zack, das war's schon. Jetzt geht's vorne weiter. Was ein bisschen tricky ist, wenn man den Behälter hier rausziehen möchte, muss man vorher die Milchrutsche abbauen. Das klingt jetzt irgendwie aufwendig, aber ihr müsst die einfach nur nach unten abziehen. Und dann habt ihr die in der Hand. Dann kann ich euch die auch gleich nochmal zeigen. Den Schlauch hier könnt ihr da vorne, glaube ich, reinstöpseln. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es geht. Könnt ihr einfach in die Glaskanne reinstöpseln. Ich würde es rausmachen, wenn ich den in den Kühlschrank stelle. Ich würde den Schlauch einmal durchspülen, weil das ist so die Stelle, wo am meisten Luft rankommt und wo es dann am schnellsten zu Problemen kommt. Generell würde ich auch die Milch immer ganz verbrauchen und dann erst auffüllen und die nachkippen. Aber ihr habt hier einen schönen Glasbehälter, der fühlt sich auch richtig gut an. Und der Deckel, der saugt sich auch richtig gut rauf. Das heißt, wenn das mal so ein bisschen, mal gucken, ob ich das jetzt noch nicht ausprobiert, wenn man so ein bisschen umfällt, hier seht ihr, dann schwappt das nicht gleich aus. Ja. Und das ist gut, weil es bei Nivona zum Beispiel ist es so, dass das mehr oder weniger nur drauf liegt. Und wenn das dann mal so umfällt, hat man dann schon den ein oder anderen Unfall hier. Dann im hat Kanal. Man vielleicht mal einen Unfall. Und das hier finde ich eigentlich super, dass das so fest ist. Soll ich mich trauen, das einmal über Kopf zu halten? Lass mal lieber. Okay. Lass mir das mal lieber. Das hättet ihr bestimmt alle gerne gesehen. Hier dieses Milchteil, das könnt ihr einfach auch, das hat ein paar Einzelteile, das könnt ihr einfach aus diese Milchrutsche, die könnt ihr einfach auseinanderbauen, abspülen und abtrocknen. Wenn da mal was irgendwie nicht so gut durchläuft, dann ist da meistens eine Verstopfung. Das kann man einfach auch mal in Spüli einlegen, muss man dann nur besonders gut ausspülen danach. Hier habt ihr halt nochmal diese extra kleine Schale. Die kann man da einfach rauflegen oder man klappt sie halt hier oben ein. Wir kämpfen uns jetzt mal zum Tresterbehälter durch. Dafür ziehen wir das hier mal raus. Das kann man dann so im Stück rausziehen. Ihr seht auch, es gibt eine schön großzügige Abtropfschale. Hier habt ihr dann den Tresterbehälter. Und da sind dann die Kaffeepucks drin. Ihr seht auch, die Kaffeepucks sehen gut aus. Schön komprimiert auf jeden schön Fall. Schön komprimiert. Mhm. Der ist auch noch schön heiß, kann ich gerade so festhalten. Und das kippt ihr dann halt einfach weg und leert die Schale aus. Einmal durchspülen mit warmem Wasser. Einmal durchspülen mit warmem Wasser. In der Abtropfschale können sich die Kaffeeöle irgendwann so ein bisschen festsetzen. Da dürft ihr auch gerne mit dem Schwamm und ein bisschen Spüli ran. Und dann passiert eigentlich auch nichts. Ich baue den jetzt einmal wieder zusammen und dann kommen wir zum Fazit. Bevor wir zum Fazit kommen, habe ich noch zwei Sachen vergessen. Einmal wollte ich euch den Wassertank nochmal zeigen.
den kann man hier einfach nach oben rausheben. Das muss man dann immer einplanen, wenn man den in der Küche plant. Dann ist es nämlich so, dass, wenn man den nach oben raushebt, man natürlich ein bisschen mehr Platz braucht. Ja. Bei einigen Geräten kann man den auch nach vorne halt rausziehen. Oder so und da passen 1,5 Liter rein und jo, ist, man kann einen Wasserfilter einbauen, wenn man möchte. Ist jetzt nicht spektakulär. Und dann haben wir hier das Kaffeebohnenfach und bei dem Kaffeebohnenfach ist noch so ein fast leer. Ein Deckel. Oh ja, das geht ganz schön zur Neige gerade. So ein, mit so Gummilippe, so eine Abdeckung drauf. Und Mahlgradverstellung 1 bis 5 könnt ihr verstellen, müsst ihr ein bisschen runterdrücken, bei laufendem Mahlwerk verstellen und am besten nur kleinschrittig. Das waren die zwei Sachen, die wir noch vergessen hatten. Kommen wir zum Fazit. Ja, für wen ist dieses Gerät denn nun geeignet? Auf jeden Fall für Leute, die super gerne super heiße Getränke haben wollen, weil die werden so heiß, wie wir das noch bei keinem anderen Kaffeevollautomaten hatten. Wir können mal kurz die Punkte, die uns negativ aufgefallen sind, abarbeiten. Also er ist relativ laut. Mhm, sowohl Mahlwerk als auch Milchschaumbezug. Das muss man sagen. Sehr große Gläser passen nicht drunter, also richtig große Gläser passen nicht runter. Und im Menüpunkt ist Latte Macchiato nicht dabei. Mhm. Man kann das aber ganz gut improvisieren. Alles andere hat mir ziemlich gut gefallen. Ich finde das Design nett. Ich denke mal, den wird es auch noch ein bisschen günstiger als 500 Euro geben. Die sind ja ganz neu auf dem Markt. Dann hat man immer so diese Einstiegspreise und die werden dann noch so ein bisschen sinken. Das entwickelt sich noch, und ja. Ich glaube, das wird noch so ein bisschen runtergehen. Der hat ein super Display. Und was mir eigentlich am besten gefallen hat an diesem Gerät, ist die Menüführung in diesem quadratischen Display, weil das wirklich super intuitiv ist, wie du schon gesagt hast. Ich habe nicht rumgemeckert. Kein Fluchen. Ich habe kein Fluchen gehört. Das ist immer ein gutes Zeichen, gerade da, weil ich noch nicht mit dem Gerät vorher gearbeitet habe. Also die Einstellung geht super, super leicht von der Hand. Das ist total toll. Die Getränke werden gut, sehr heiß. Ja, mir haben sie sehr gut geschmeckt, gerade weil ich es ja auch heißer trinke. Und man könnte es ja sich auch noch ein bisschen kälter einstellen, wenn man das dann möchte. Ja, und auch von der Extraktion, selbst der Espresso, da hat man noch Spielraum, dass man wieder ein bisschen runterstellen kann, weil der jetzt schon sehr kräftig geworden ist. Da ist ja immer eher die Gefahr, dass man schon alle Einstellungen so maximal macht beim Vollautomaten und der dann immer noch wässrig ist. Das hatte man hier auf jeden Fall nicht. Und wir sind jetzt super gespannt auf die weiteren Gaccia-Geräte. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch natürlich. Ja, also mich haben auf jeden Fall sehr viele Leute schon danach gefragt. Wenn ihr die anderen vier und vor allem auch das 1.800-Euro-Gerät sehen wollt, dann bleibt am besten im Kanal dabei. Abonniert den Kanal, wir haben auch so eine kleine Glocke, die könnt ihr aktivieren, dann verpasst ihr das Video nicht. Und wir testen jetzt auf jeden Fall alle Gaccia-Geräte, die es gibt, durch und erzählen euch alles darüber. Auf coffeeness.de schreiben wir noch einen großen Testbericht, den verlinken wir euch auch unter diesem Video und wahrscheinlich hier oben in der Infobox auch. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.